Es ist spät in der Nacht. Die Sterne sind draußen. Und du bist drin. Mit uns. Zeitgeist und wunderlich, dein Late-Night-Podcast. Wo der Kaffee kalt ist, die Witze heiß und die Themen, naja, irgendwo dazwischen. So dazwischen. Also zieht euch warm an, macht's euch gemütlich und freut euch auf eine neue Folge. Zeitgeist und wunderlich, zwischen Adorn und Adonis. Ja, buongiorno, guten Tag, Hallöchen, mein lieber Max. Ich höre es schon bei dir im Hintergrund knacken. Ja, ich weiß, du bist da, du bist bereit. Es heißt wieder eine neue Woche, eine neue Podcast-Folge, Zeitgeist und wunderlich. Und ich sage von Düsseldorf, hallo nach Borken. Mein lieber Maxi, wie geht's dir? Düsseldorf, können Sie mich hören? Hallo, hallo, hallo. Ja, Jan, ich bin auch da. Es ist kalt, es ist winterlich. Ja, aufregend. Und wir nehmen heute am Sonntagnachmittag auf, denn ich muss gleich noch ins Stadion. Ich muss gleich noch hier den Westgipfel Dortmund gegen Leverkusen schauen. Und deswegen nehmen wir jetzt schön rund um die Mittagszeit auf. Ja, wir haben uns über den Herrgott hinweggesetzt und haben gesagt, wir machen keine Mittagspause. Ne, wie sich das gehört an so einem Sonntagmittag und legen uns genau. Nach dem Braten hin, sondern wir ziehen durch, wir arbeiten richtig. Ja, Jan, wie geht es dir? Ja, auch gut. Ich hatte ja auch hier jetzt über viele Stunden hatte ich den Schmorbraten hier im Ofen. Ja. Eben habe ich ihn rausgeholt und habe ihn mir einverleibt mit 37 Klößen und zwei schweren Flaschen Rotwein. Ja, aber deswegen bin ich auch topfit, wie du merkst, sehr topfit für diese Aufnahme. Ja, ich muss sagen, ich bin immer noch ein wenig beseelt auch, weil wir hatten ja unter der Woche, wie man so schön sagt, Mittwoch, ja, hatten wir ja unsere nächste Ausgabe von Zeitgeist Comedy. Ja. Und es hat großen Spaß gemacht. Also wir hatten wieder ausverkauftes Haus, wir hatten ganz tolle Comedians da. Ja. Und aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Atmosphäre. Was nicht zuletzt, glaube ich, daran lag, dass wir an uns. Ornat. Sind wir ehrlich, lag an uns. Ja, ich wollte jetzt eher darauf hinaus, dass wir ja auch im ganz tollen Ornat da unterwegs waren. Ja, absolut. Also wir hatten uns ja aufgedresst im besten Thomas Gottschalk-Stile. Mhm. Ja, was auch dazu geführt hat, dass wir vom lieben Matthias Otte, ja, einem der Comedians, auch bezeichnet wurden als, ich glaube, ich war der Vertrauenslehrer von Gryffindor. Richtig. Und ich war der Fußsoldat von Olivia Jones. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich habe danach halt zwei Stunden in mein Kissen zu Hause geheult, aber das war okay. Da kann ich durchaus mitleben. Ja, also das war das eine. Und da auch schon mal der Hinweis, am 13.12. Jahresabschluss, große Weihnachtsfeier bei Zeitgeist Comedy Nummer 9. Ja, da würde ich jetzt schnell Karten besorgen, weil wie gesagt, es war leider wieder so, es kamen noch spontan Leute vorbei, es kamen noch Leute, die gesagt haben, habt ihr noch Karten? Leider mussten die dann im Kalten draußen stehen und beim nächsten Mal wiederkommen. Also besorgt euch jetzt schnell die Karten, es ist das letzte Mal in diesem Jahr und es wird natürlich weihnachtlich, es wird aufregend und vielleicht überlegen wir uns auch noch was ganz Verrücktes für euch. Werden wir mal schauen. Aber ich will noch wissen, am Tag danach, da hast du wir hatten es ja schon besprochen, deine große Showreihe, ja, also während U2 in The Sphere spielt, spielt Jan ja seine Residency nicht in Las Vegas, sondern in der Bar Payette. Und Jan, wie war es? Lucky Punch. Wie war es dort? Erzähl uns mehr, nimm uns mit. Wie war es für dich? War auch gut. Ich habe hier mein großes DJ-Set abgefeuert. Ja. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen, wenn du jetzt auch sagst, das 4 ist sozusagen der Referenzwert, da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen an den Show-Effekten arbeiten. Die haben wir bis jetzt noch nicht. Ja. Aber ich find's auch gut, wenn man in der Lafayette Bar, also für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt die Bar nicht kennen, ja, es ist, würde ich sagen, also eine Bar mit einer normalen Bargröße, ja. Und dann finde ich es toll, wenn ich da dann einfach auch so eine Nebelmaschine oder so mal anwerfen würde. Ja, oder einfach, die heißt ja Bar Lafayette.
Weil die ganze Rückwand ist sozusagen aus Pailletten besetzt. Und wenn du die einfach jetzt mal rausnimmst und die komplett durch eine Videoleinwand in 8K ersetzen würdest, sozusagen, dass du so ein immersives Erlebnis daraus bauen würdest, also das finde ich, wäre es auch wert, das mal zu investieren. Fände ich auch. Oder vielleicht, wenn man einfach sagt, wir machen das nur mal für heute Abend. Ja, genau, nur mal kurz was. Ich wollte nur kurz was hier aufbauen. Genau, wir bauen wir alles wieder zurück. Gar keine Sorge. Absolut, absolut. Ja. Jan, pass auf, jetzt kommt hier die Überleitung. Ich sitze nämlich heute hier in einem Kinderzimmer und nehme auf. Ja, und vor mir steht, es ist ja Weihnachtszeit, es ist heute der erste Advent. Es werden natürlich Türchen aufgemacht, ja, in diesen Kinderkalendern. Und da gucke ich gerade drauf und sehe unten links in der Ecke auf diesem Schokoladen-Kinderkalender so ein Symbol von einem Apfel. Und dann steht da ein Plus, daneben ist ein Stück Käse, daneben steht ein Plus und daneben ist ein Glas Milch oder Wasser, kann man jetzt nicht erkennen. Und darunter, enjoy as part of a balanced diet. Also zu diesem Adventskalender, also scheinbar ist es hier Breakfast for Champions. Und jetzt kommt die Überleitung, damit auch unsere Folge Zeitgeist und Wunderlich, ja, eine ausgeglichene Diät, eine ausgeglichene Ernährung wird, können wir hier nicht nur mit Anekdoten und Gesabbel kommen. Wir brauchen natürlich auch Politik und wir brauchen natürlich auch Panorama. Und deswegen springen wir rüber in die politische Woche. Die politische Woche mit Maxi und Jan. Ja, Max, und da sind wir weg vom Gesabbel mitten rein in den harten politischen Talk. Ja, ja, richtig. Und was war diese Woche wieder los? Also ich muss sagen, eigentlich gar nicht so super viel, weil gefühlt bleibt einfach dieser Status, den wir auch in den letzten Wochen schon beschrieben hatten, hinsichtlich Ampel und der Haushaltssituation, das bleibt einfach so ein bisschen das Dauerbrenner-Thema. Da waren wir aber ja schon zweimal knietief im Thema drin, deswegen würde ich das diese Woche mal beiseite legen. Genau, und auch aus dem Parteitag der Grünen, die haben ja sozusagen übers lange Wochenende, haben die sich ja getroffen, ne? Aber auch da kam jetzt nicht wahnsinnig Weltbewegendes raus. Also man hält weiterhin an der Ampel fest. Man hat sich da auch geäußert und hat gesagt, nein, die Ampel, das ist es. Da geht es weiter mit. Ja, alle Zeichen stehen auf grün. Man hat sich auch mit den Ankündigungen von Robert Habeck rund um Kohle und so weiter, also Energiepolitik, ich sag mal so, nur ein wenig von der eigenen Basis entfernt. Also es fehlt eigentlich nur noch, dass die Grünen jetzt anfangen und sagen, wir sollten mal wieder ein paar Braunkohlekraftwerke aufmachen und die demnächst mit Wasserwerfern im Hambacher Forst die Besetzer wegsprühen. Also dann haben sie es endgültig geschafft und sich transformiert. Naja, aber so ist es halt da. Aber du hast recht, wir haben viel drüber gesprochen, viel passiert da gerade nicht. Wie gesagt, wir zählen die Tage, wann es da auch bald zu Ende geht. Aber was haben wir denn noch in der Politik, mein lieber Jan? Ja, ich habe so ein kleines Themenstaccato für uns vorbereitet. Bitte. Ja. Zum einen geht es um das Thema Bürgergeld. Wie du weißt, wird ja zu Januar das neue Bürgergeld eingeführt. Und ich habe mich auch schon beworben. Du hast dich schon beworben? Ich habe mich schon beworben. Und hast du schon was gehört? Ja, ich denke so, also die, so zwischen 5.000 und 10.000 Euro im Monat kann ich mit rechnen. Okay. Also rechne ich jetzt einfach mal mit. Zumindest habe ich jetzt so meine Ausgaben schon mal so eingeplant, dass das dann auch kommen muss. Wo genau hast du es beantragt? Hast du es, war das, hast du gerade Markus Söder. Auf die Mail? Also ich habe info@markussöder.de habe ich direkt hingeschrieben, hätte gesagt, es wäre schon ganz gut, wenn ich es kriegen könnte, denn ich bräuchte es auch wirklich. Also ja. Verstehe. Ich habe einen extravaganten Lebensstil, da finde ich das noch mehr in Ordnung. Also ich bin genauso Bürger wie jeder andere auch und so möchte ich auch bitte behandelt werden. So, und da gehe ich jetzt von aus, dass es klappt. Nee, weil erst dachte ich so, wo hast du es beantragt, vor allem in dieser Höhe? Hast du vielleicht auf diese Mail von diesem nigerianischen Prinzen geantwortet? Weißt du, ja, überraschend. Hat, ich sage ja, der sitzt da auf seiner Kohle seit Jahren, niemand will es. Ja, und du bist jetzt derjenige, der sich endlich erbarmt hat, ihm zu antworten ja, genau, und ihm die 25.000 Euro zu überweisen, damit er dir wiederum die 3,5 Millionen überweisen kann. Da habe ich da auch so einen tollen Meme gesehen, irgendwie reife Frauen aus deiner Nähe heiratet nigerianischen Prinzen. Ja, sehr schön, die leben wirklich miteinander. Das sind,
Das sind einfach so beides so Phänomene, die einfach nur durch das Internet erschaffen wurden, ja, die es einfach vorher nie gab und nie gegeben hat. Ja, zurück zum Bürgergeld. Jedenfalls Markus Söder ist das ganze Thema jetzt auf einmal oder wieder ein großer Dorn im Auge. Ja? Mhm. Also er sagt, da gibt es eigentlich nur eins, die Ampel, die sollte das ganze Thema jetzt nochmal verschieben. Also ich sag mal so, das kommt ja einfach jetzt schon zum 1. Januar, was ja einfach nur noch ein Monat hin ist. Aber er sagt trotzdem, nee, das gefällt ihm alles nicht. Ja? Das muss verschoben werden, am besten um ein Jahr. Das muss nochmal überarbeitet werden und da muss mehr Motivation rein, um auch arbeiten zu gehen. Ja, er sagt, die Balance zwischen Fördern und Fordern, das war ja hier immer das große Statement auch von wem? Richtig, Gerd Schröder. Die stimmt nicht. Ja, die Balance stimmt nicht, da muss man nochmal ran. Ja, und dann gerne zum nächsten Jahr. Ich finde es immer grundsätzlich gut, dass man immer erstmal davon ausgeht. Also man sucht sich so den Worst Case und den stülpt man dann sozusagen der breiten Masse über und sagt halt so, ja, also alle, die Bürgergeld beziehen, sind faul und haben keine Lust zu arbeiten. Also das ist ja erstmal die Grundannahme, ne? Also das ist sowas auch was Deutsches. Wer keine Arbeit hat, der will auch gar nicht. So, das ist erstmal die Grundannahme. Und so ein bisschen hat das, wenn das so aus Markus Söders Raum so kommt, wenn er sowas fordert, wirkt es auch immer so ein bisschen wie war dieses Zitat noch? Ja, wenn das Volk kein Brot zu fressen hat, soll es doch bitte Kuchen essen. So ein bisschen wirkt es auch, ne? Also es wirkt halt so wenig empathisch, wenig irgendwie den an den Belangen der Bevölkerung ausgerichtet und schon sehr stark, vor allen Dingen, wenn man jetzt so an die Zeiten denkt, alles wird teurer, die Inflation steigt, die Zinsen steigen, Lebenshaltungskosten steigen und dass man da irgendwie als Sozialstaat halt sagt, okay, wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass der Großteil der Leute irgendwie arbeiten möchte, aber halt viele vielleicht Unterstützung brauchen, weil es halt nicht mehr so einfach ist, finde ich das alles irgendwie immer ein bisschen schwierig. So. Ja, aber er kennt halt die Leute, ja. Du kennst scheinbar die Leute halt nicht. Ja? Er kennt die. Er ist viel mit denen unterwegs, ne? Also er hängt viel so genau in dem Milieu ab, ist klar. Ja, ich kann dir auch genau sagen, woher der die kennt. Du aus Berlin. Ja, zum einen aus Berlin, weil Berlin hat er ja auch diverse Male besucht, wie du weißt. Ja. Und ich weiß aber auch, woher er es weiß. Und du hast selbst in einer der letzten Folgen die Lösung gegeben, denn er ist ja jetzt bei TikTok. Ja? Und also, ich glaube, Markus Söder hat einfach TikTok live die ganze Zeit geschaut und Stile analysiert. Ja, okay, gut. Also dafür hätte er meinen Segen, also den Leuten den Geldhahn zuzudrehen oder die könnten auch Geld haben, aber Handy weg oder nur noch Handy, was telefonieren kann, kein Internetzugang mehr. Also da ist was los. Da ist wirklich was los. Also das ist einfach wirklich nur der Mensch gewordene Facebook Marketplace. Ja, ja. Weil, wirklich. Das ist ja auch tatsächlich so, wenn man auf TikTok unterwegs ist, für die, die es vielleicht nicht kennen, wenn man ja da einen Swipe zu weit nach rechts macht, ist man auf einmal in diesem Stream drin für Livestreams, ja. Und dann kann man also immer weiter swipen, ja, und dann kommt ein neuer Livestream nach dem anderen. Und das sind, ich finde gar keine Worte dafür, weil das sind dann wirklich einfach das Leute. Das wirkt so ein bisschen wie, als wenn man Fernsehen im Darknet guckt. Ja, genau so. Als wenn RTL 2 das erste Programm ist. Weißt du, so für mich ist ja immer so, die öffentlich-rechtlichen ARD, ZDF sind ja so auf Platz 1 und 2 und sind sozusagen, sag ich mal, der kulturelle Maßstab. So, ja, da läuft irgendwie neutrales Fernsehen, da gibt es Berichterstattung, da gibt es Dokumentation und so weiter. Ja, und jetzt muss es halt so weiterdrehen und sagen, wenn jetzt RTL 2 sozusagen das ARD wäre und dann hast du den Abstieg und kommst dann so auf Sendeplatz 37, ja, so da kommt dann so dieses TikTok Live. Meine Herren, ja. Und ja, auch viele so, die sagen, ja, wann kriege ich denn jetzt meinen Orden? Die Ungeimpften. Ja, wir haben es ja immer gesagt. Also ganz viele Ungeimpfte, ganz viele AfD-Leute und ganz viele, die mal einfach so nach diesem Til Schweiger, also so ganz viele Privat-Til Schweiger sind da so unterwegs, ne? Ehrlich, sag's mal einer. Also, so einer muss es ja mal sagen. Ja, also das zum einen.
aber dann auch wirklich so klassisches Schlüssellochprinzip. Also du guckst da irgend so eine Frau zu, die dann irgendwie so Essen zubereitet. Ja, ja, aber das so, genau. Es ist so ihrem Alltag nachgeht und du fragst dich so, wo bin ich hier gelandet? Habe ich jetzt irgendwie mich verklickt? Und ist es einfach nur die Überwachungskamera von diesem Haus? Das ist total verrückt, ja. Ja, man steht da und wartet immer, dass was passiert, ne? Aber das ist halt so, das ist schon, du siehst also sozusagen schon den Peak. Also es ist schon so auf maximaler Performance. Da ist überhaupt, also das Prinzip eines Theaterstücks, wo man sagt, so, also du hast irgendwie einen Höhepunkt und einen Wendepunkt und sowas alles, ja. Also so ein dramaturgisches Konzept fehlt halt komplett. Das hat so einen Tetris-Anschluss. Das fängt so auf einem niedrigen Niveau an und bleibt aber auch da konstant. Wird nicht besser, wird auch nicht schlechter. Ist so da, wo es ist. Ja, das ist wirklich wie so eine Art Kunstinstallation. Also ganz ja, das hat wirklich oft den Vibe. Genau. Ich bleib da auch hängen und versuche das dann zu verstehen. Also ich versuche so, was ist die tiefere Botschaft? Und oftmals komme ich nicht dahinter. Also jetzt weiß ich nicht, ob es an meinem mangelnden Intellekt liegt oder an deren. Also ich bin mir nicht sicher. Also ganz, ganz eigenes Konzept. Das wäre auch eine tolle Kategorie. Übrigens, du kennst ja diese Reaction-Videos, ne? Wo Leute dann so, Teenie hört das erste Mal Blink-182 oder irgendwie sowas. Oder Rapper listens to Slipknot for the first time. Und ich finde, es gäbe ein ganz tolles Format, wo Richard David Precht reagiert auf TikTok Lives. Weißt du, das wäre ein geiles Format. Ja. Das fände ich toll, wenn man ihn da so hinsetzt und dann soll er das mal so analysieren und mal so seinen philosophischen Senf dazugeben. Also welcher Denkschule das jetzt gerade am ehesten nahe kommt. Ja, überhaupt. Ja, ich will einfach wissen, was er dazu denkt. Wenn ich ihn das nächste Mal bei der Metro treffe, werde ich ihn einfach mal drauf an. Pitch ihn das nochmal. Elevator-Pitch. Den sogenannten Elevator-Pitch. Sicherlich. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, schön. Max, wir gehen weiter von TikTok zurück zu Markus Söder, beziehungsweise den lassen wir jetzt auch hinter uns und springen dann doch nochmal zu den Grünen. Weil da ist es so, da gibt es ja tatsächlich auch noch Joschka Fischer. Ja? Die Älteren werden sich erinnern, seines Zeichens damals Außenminister in der Ära Gerhard Schröder. Ja. Und Deutscher Jonah fordert, Hill. Genau, deutscher Jonah Hill, fordert jetzt auch etwas untypisch für die Grünen, neue Atombomben, beziehungsweise atomare Aufrüstung. Ja, hätte man auch nicht. Aber das haben wir doch lange jetzt schon geklärt in der ganzen Energiewendendebatte. Atomkraft ist grüne Energie. Ne? Weil CO2-neutral und deswegen, vielleicht hat Joschka Fischer gesagt, naja gut, wenn wir Bomben bauen, dann bitte grün, deswegen eine Atombombe. Ja, okay. Aber wer okay. soll denn aufrüsten? Alle oder er oder die BRD oder? er privat. Einfach, Joschka Fischer hat einfach so 4 Atombomben im Garten stehen. Man weiß also ja nie. Die alte Regierung, Kabinett Schröder 3 oder so. Fischer, Schilly, Schröder, so die alle zusammen kriegen, die horten so ein paar Atombomben. Warte mal, das möchte ich übrigens gerne mal herausfinden, wer da mit dabei war. In dem Kabinett? Es gab sogar ein Kabinett Schröder 3 dann wirklich. Nein, weil, 2. Aber okay, ich habe es zumindest als Suchbegriff gefunden. Eigentlich waren es ja nur 2 Legislaturperioden. Ja, ne? Richtig. Und in der zweiten gab es ja schon das Misstrauensvotum. Also eigentlich, summa summarum, gar nicht so lang. Ich möchte dir ganz kurz vorstellen, wer dabei war. Also die 3 von dir genannten, klar. Schröder, Fischer und Schily. Dann Oskar Lafontaine, war Finanzminister. Ja. Nachher Per Steinbrück? Oder war der schon Nee, nachher Hans Eichel. Hans Eichel. Ah, Eichel, hat dann, ja klar. Weil du weißt, es kam ja dann irgendwann 1999 zum Bruch. Ja. Und dann, genau, hat Hans Eichel übernommen. Ja. Wirtschaft und Technologie, Werner Müller. Ja. Wirst du vielleicht vom Sehen kennen, aber ich hatte ihn jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Nee, ich auch nicht. Dann Ernährung, Landwirtschaft und Forstwesen. Von wem begleitet dieses Amt? Richtig, Renate Künast. Mhm. Außerdem noch dabei, also ich mache hier noch so 1, 2, damit es hier nicht zu lang wird. Du hast vollkommen recht, Verkehrsminister damals, Franz Mündefering. Klar. Außerdem dabei damals auch Jürgen Trittin für Umwelt und Naturschutz. Ja, oder auch die beiden OGs
Rudolf Scharping für Verteidigung, zumindest bis 2002. Und dann sein Nachfolger. Ja, wollte ich gerade sagen, er hatte doch dann diese Poolnummer. Ja, da war auch irgendwas. Ja, ja. Und dann hat er übernommen Pool. Peter Struck. Ja. Aber, ein Struck aber geht muss man auch. Muss man auch nochmal sagen, spannend, weil wenn ich jetzt gerade die Ministerien so durchgegangen bin, in dieser Legislaturperiode oder in diesem Kabinett, haben einige die Legislatur auch nicht überlebt, ja, und mussten dann ihr Amt abgeben. Also meistens kein gutes Zeichen für so eine Regierung, ne? Aber haben wir ja im aktuellen Kabinett auch schon gesehen. Ja. Gut, Mäxchen. Also er will auf jeden Fall Atombomben, weil er sagt, atomare Abschreckung für die EU gegenüber Putin. Was halten wir davon in 10 Sekunden? Du darfst. Ja, Atombomben grundsätzlich nicht so geil. So. Ja, weiß ich nicht. Ob wir noch mehr davon brauchen, ist die große Frage. Haben wir nicht schon genug? Können wir die nicht nochmal neu aufteilen? Wollte ich gerade sagen, haben wir nicht noch welche? Ist da nicht noch irgendwas? Jetzt stehen ja auch amerikanische Atombomben irgendwo hier rum. Aha, so. Also irgendwo da in Ostdeutschland stehen da ja noch welche rum. Könnte das nicht auch mal so eine Drohung sein gegenüber irgendwie AfD und so weiter, wenn ihr jetzt nicht langsam aufhört mit eurer rechten Scheiße, dann detonieren wir einfach so eine Atombombe direkt in im Silo. Und dann ist da, wo Sachsen ist, ist jetzt ein riesiger Krater. Wenn jetzt nicht langsam hier immer ne, Ruhe im Karton. So. Schluss jetzt. Ja, da ja, muss dann Olaf Scholz mal auch mit einem atomaren Schlag gegen die eigenen Bundesländer drohen, also um Ruhe da reinzukriegen. Oder auch der bedroht dann einfach den Parteitag der Grünen oder der FDP oder so, weißt du so. Ja, weiß ich nicht. Also aus meiner Sicht, Atomkraft, nein, danke. Jan, wie siehst du das? Du bist dafür mehr davon, ne? Kurbelt die Wirtschaft an. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wer Atomwaffenhersteller ist. Ist das auch hier? Iran. Ja, genau. Das wäre nämlich die nächste Frage, welche Wirtschaft man damit ankurbelt. Aber ich hätte auch gedacht, wir müssten doch eigentlich genug haben oder im Zweifel halt. Ja, wir nicht, aber Frankreich USA. Hat ja ein paar, USA, ja. So, Israel hat, glaube ich, auch welche. Innerhalb der EU, ja, okay. Also, das ist das. Max, ich habe noch ein letztes Thema. Ich habe gesagt, Themen staccato hier in der politischen Woche. Und zwar gab es einen Gesetzesantrag von der AfD im Bundestag eingebracht und dann gab es eine Rede, und zwar eines grünen Abgeordneten. Und es war, glaube ich, nein, ich glaube es nicht, sondern ich weiß es, die kürzeste Rede, die jemals im Bundestag gehalten wurde. Ja? Und zwar war es so, er hat dann einfach mit einem Gedicht geantwortet. Hast du es mitbekommen? Nein. Ja, also er ist dann einfach ans Rednerpult, ja, und hat dann ein Gedicht vorgetragen. Ich suche das gerade mal raus, gib mir eine Sekunde. Ja, ich habe es gefunden, mein Lieber. Und zwar Felix Banerzak hat 34, hat am Mittwochabend die kürzeste Rede aller Zeiten gehalten, und zwar in Reimform. Ich möchte es dir kurz darbringen. Wer belastet so spät den Bundestag? Es ist die Fraktion, die keiner mag. Sie stellt einen Antrag, dem du nicht entkommst. Wir lehnen ihn ab. Ja, was denn auch sonst? Ja, also das hat stattgefunden, hat für großen Applaus gesorgt. Was sagen wir dazu? Ist das so die Debattenkultur, wie man sich die wünscht? Also ich würde sagen, es muss in den Reel passen. Neue Debatten müssen irgendwie 30 Sekunden knackig verpackt sein, damit man auch die junge Zielgruppe erreicht. Das muss gut geschnitten sein, das muss ein bisschen catchy sein, das muss edgy sein. Ich hoffe auch auf, die brauchen auch andere Outfits im Bundestag, also ich bin voll dafür. Also es muss ein bisschen mehr so Stand-up werden, ein bisschen mehr so, ja. So, hey ihr Süßen, cool, dass ihr dabei seid. Hey, hier im Bundestag, ich streame auch gerade live für meine Süßen hier vor dem Screen. Also so muss es sein und dann muss es wirklich kurz, knackig auf den Punkt sein. Das muss richtig gerippt sein. Ja, das Einzige, was ich ihm jetzt noch empfohlen hätte, dem Felix Banerzak, ein bisschen andere Frisur. Also entweder Edgar oder klassisch der Mittelscheitel. Ja, oder jetzt neuestens Southside Fade.
Richtig. Also damit hätte das Reel zu seiner Rede, glaube ich, noch mehr geknallt, ja, wie ja, die jungen genau. Kids sagen. Das finde ich, das finde ich geil. Das finde ich geil. Anton Hofreiter auch mit so einem Edgar finde ich gut. Was ich bei dem irgendwie auch cool finden würde, wenn der einfach so eine Sumo-Ringer-Frisur machen würde. Oh ja, also heißt Man-Bun? Obendrauf, oh ja genau, obendrauf so ein Man-Bun, dafür aber die Seiten ganz kurz rasiert. Oh ja, oh ja, oh ja, richtig, das ist hot, hot shit, ja? Hot shit. Ja, finde ich gut, können wir machen. Wusstest du übrigens, dass er ja auch Künstler ist? Ich glaube, ich hatte doch schon... Ja, ich hatte doch hier vor zwei Folgen erzählt, dass ich auf einer Ausstellung war, hier in Düsseldorf im NRW-Forum, wo Künstler ausgestellt wurden, die eigentlich genuin keine Künstler sind. Und da war eben auch Anton Hofreiter mit dabei. Was macht er? Malt er? Ja, er malt und das ist, würde ich sagen, so Naturalismus. So naiver Naturalismus. Schön. Ja, spannend. Also so Blumenwiesen, Bergidyll. Irgendwo dazwischen. Ja, finde ich klasse. Kann er machen. Und dann fände ich es, ja, vielleicht folgt er jetzt auch unserem Vorschlag und kommt dann auch mit dieser Sumo-Ringer Man-Bun-Frisur zur nächsten Vernissage. Wir würden es auf jeden Fall feiern. In diesem Sinne, Max, wir gehen weiter, oder? Ab geht's in die Panorama-Kategorie. Absolut. Panorama. Ja, zack. Und da sind wir schon gelandet mit unserem kleinen Hubschrauber. Ja, haben aufgesetzt mit den Kufen und haben Folgendes zu vermelden. Nämlich die letzte Folge. Anne Will stand jetzt an. Sie beendet ja ihre Sendung. Und wer übernimmt nochmal, Max? Carmen Joska. Carmen Joska übernimmt, die kriegt eine eigene Sendung jetzt und da wurde ja auch, wir kennen ja alle den tollen Podcast Macht und Million, da wurde jetzt gerade erstmal nach den ganzen Debatten da ums öffentliche Rechtliche und die hohen Honorare, die gezahlt werden, wurden jetzt die Verträge rausgeholt von Carmen Joska. Was die alle so verdienen. Wobei es war jetzt gar nicht so ein richtiges Drama, weil sie kriegt deutlich weniger als Anne Will. Sie kriegt auch, glaube ich, irgendwie pro Sendung irgendwie 20.000 Euro oder so. Wo man jetzt auch sagen muss, irgendwie eine halbe Million im Jahr. Ja, okay, ist jetzt auch nicht irgendwie so, also klar ist das viel Geld, aber wirkt jetzt auch nicht so, wenn du irgendwie so eine Top-Sendung in Deutschland eben hast, ob das jetzt irgendwie zu krass viel ist oder so. Also es wirkt jetzt nicht irgendwie aus übertrieben irgendwie aus. Es war so ein bisschen, sag ich mal, reißerisch. Also man hat immer die ganze Zeit gefragt, so, wo ist jetzt der Skandal von der ganzen Nummer? Wo dann so ein bisschen Skandal sozusagen öffentlich gemacht wurde, ist, dass diese ganzen Sendungen, die produziert werden, das kriegen die dann so als Gimmick mit, dass die eigene Produktionsfirmen gründen. Also Markus Lanz hat seine M hoch 2, glaube ich, ist seine Produktionsfirma. Anne Will hatte eine Produktionsfirma. Und jetzt eben Carmen Joska hat jetzt auch eine Produktionsfirma gegründet. Und das wirkt natürlich immer so ein bisschen eigenwillig. Ist aber jetzt, wenn man sich so ein bisschen mit der Medienwelt beschäftigt, ist das jetzt auch nichts, was jetzt irgendwie gerade erst passiert ist, sondern schon irgendwie länger so ist und irgendwie so Usus ist, wie man so schön sagt. Also da war jetzt irgendwie, ich habe mich jetzt gefragt, wo ist jetzt hier das große, der große Skandal? Man hat von einer Gehaltsaffäre gesprochen, aber irgendwie wirkte das jetzt so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also ich wünsche ihr auf jeden Fall alles Gute. Ich kann es mir noch nicht richtig vorstellen. Ich kenne Carmen Joska auch nicht so gut, muss ich sagen. Also ich habe sie in keiner Sendung gesehen. Ich muss aber auch gestehen, ich habe auch keine einzige Sendung Anne Will gesehen, muss ich auch sagen. Ich habe auch, glaube ich, noch keine einzige Sendung Markus Lanz gesehen, muss ich auch sagen, weil ich finde so Talkshows einfach so, ich finde Talkshows so dumm, deswegen machen wir einen Laber-Podcast. aber wir haben ja nicht den Anspruch, irgendwie hier jetzt irgendwie ein Thema zu debattieren, um da zu einer Lösung zu kommen. Weißt du, wir reißen die Themen an, reden humoristisch drüber und fertig aus. Wir machen nur Gesprächsangebote. Genau, und da wird ja dann irgendwie, also die machen das auch. Aber meinen ja irgendwie so jetzt, also es wird ja nichts geklärt, es wird nichts gelöst, es werden einfach nur irgendwie da so einer raus, also ja, ich weiß es auch nicht. Also irgendwie ist es immer wie eine öffentliche Gesprächstherapie wirkt das immer. Ja, beziehungsweise das Setup ist ja eigentlich schon so, dass man in so eine Sendung reingeht und erstmal vermittelt bekommt, dieses Thema wird heute besprochen und wir gehen jetzt davon aus, dass wir heute auch zu einer Lösung kommen, bei dieser Fragestellung. Kommst du ja nicht, aber es ist ja auch nein, okay. Natürlich nicht, aber bei Hart aber fair, das habe ich ja immer geguckt, da fand ich den Ansatz gut, weil man irgendwie
man hatte Diskussion, man hatte aber auch Beiträge journalistisch aufbereitet. Das fand ich irgendwie ein runderes Modell, als wenn man einfach nur so ein bisschen Leuten beim Diskutieren zuschaut. Und es ist ja auch keiner da, der dann irgendwie sagt so, ja stimmt, die Argumente sind besser als meine, deswegen ändere ich meine Meinung, sondern jeder hat ja so seine Agenda, die ballert da durch und am Ende geht jeder nach Hause und sagt, ja okay, jetzt haben wir alles mal gehört und so, weiter geht's. Danke, ja, nächstes genau. Thema. So, okay. Ja. Das wollte ich gerade nämlich sagen, weil der Aufbau ist ja immer relativ ähnlich. Ja? Du hast irgendwie ein strittiges Thema und zu diesem Thema sitzen dann, sag ich mal, zwei Leute, die sind dafür, zwei, die sind dagegen und dann gibt's noch ein bisschen. Und manchmal noch Bushido. Genau. Oder irgendjemanden, der gar nichts zum Thema beitragen kann. Ja? Also die sitzen da zusammen und ich frage mich wirklich, wie oft das in der Talkshow-Historie vorgekommen ist, dass wirklich mal jemand in so einer Sendung gesagt hat, so, ja, vielen Dank für deine Argumente, finde ich richtig stichhaltig, danke, jetzt denke ich ganz anders darüber und bin jetzt anderer Meinung. Weißt du? Ja, ich bin jetzt sozusagen umgekippt. Genau, und das wird ja keiner machen und dann fehlt halt so ein bisschen, am Ende ist es ja nur, du spielst ja in den Kanal der Leute, die eh schon so denken und die bestärkst du nur. Also habe ich bei diesen, also vielleicht ist es auch unsere heutige Debattenkultur und die allgemeine Kultur im Diskurs so, dass die Leute schon eher dann, wie gesagt, sich wiederfinden in ihrem Argument und dann in ihrer Argumentation sich verhärten und es weniger zum Austausch führt als mehr zur Frontverhärtung. Das habe ich immer so irgendwie im Gefühl und deswegen finde ich, müsste es halt irgendwie mal eine neue Form dieser Sendung geben, um Leute mehr in einem Diskurs zusammenzuführen und nicht sozusagen sich gegenseitig versuchen vorzuführen und auszutricksen. Ne? Also Debatten führen ja, aber irgendwie dann auch mal ja irgendwie vielleicht einen einordnenden Charakter zu haben dabei. Also um auch irgendwie zu sagen, okay, so kann man sehen, so kann man sehen. Jetzt, ne, ja. Das sind irgendwie valide Argumente, das ist jetzt irgendwie Meinung. Und dann versucht ihr da mal was rauszubilden. Aber das ist auch okay, dass jeder seine Meinung hat und so findet man vielleicht einen Kompromiss. Wie sähe denn, weißt du, oder wie sähe denn ein Kompromiss jetzt aus? Sondern es hat ja jeder nur sein Zeug rausgetutet und dann war es das. Mhm. Ich finde eigentlich die Idee ganz gut und das gab es früher tatsächlich mal bei Stuckrad Late Night. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Benjamin von Stuckrad Barre hatte ja tatsächlich mal eine Late Night Show, ja, produziert von Christian Ulm und ich glaube, das lief auf Tele 5 oder so. Also sehr wildes Konzept, aber worauf ich hinaus will, der hatte dann immer so zwei Leute, die saßen dann oben auf so einer Art Empore oder Balkon. So Waldorf und Stettler. Mäßig, genau, und haben auf die Sendung runtergeschaut. Und die wurden dann zwischenzeitlich immer mal kurz angerufen oder angehört und haben dann sozusagen nochmal so eine Metaperspektive reingebracht und haben dann so gesagt, wie sie das Geschehen bisher so wahrgenommen haben. Und das fände ich eigentlich ziemlich geil, wenn es das auch so in Talkshows geben würde, weißt du? Am besten noch so zwei Wissenschaftler, die dann einfach auch die Validität der Argumente nochmal prüfen und am Ende so ein Scoring machen, weißt du? Und dann kannst du so einen Strich drunter ziehen und kannst sagen, so, ja, die Argumente waren so und so und jetzt müssen wir eigentlich zu dem Schluss kommen, die und die Person hat gewonnen. Also es gibt einfach und dann wird Arschschießen gemacht. Weißt du, da muss sich der eine nach vorne beugen und der andere darf halt mit dem Fußball draufhalten. Entweder so oder, keine Ahnung, der Gewinner bekommt am Ende einfach 5000 Euro. Ein Pokal, irgendwie so ein Pokal, weißt du, das ist ja geil. Ja, und es gibt so ein Voting, so ein Publikumsvoting. Weißt du, so wer hat jetzt gewonnen? Weißt du, also entweder musst du es irgendwie mehr in den Konsens bringen oder du musst dann wirklich so knallhart sagen, so hier gibt es Gewinner und Verlierer, so und am Ende wird gevotet, so und wer hat jetzt gewonnen? Ja. So, und dann ist auch gut und dann wird dann gesagt, so hier, die anderen halten jetzt die Schnauze, so die haben gewonnen und jetzt sind das die Sieger und die anderen kriegen halt irgendwie eine Unterlassungsklage oder so. Ich sag dir, man könnte so geile Formate da machen, man könnte auch sogar während der Sendung noch Leute anrufen lassen und die können dann einen von den Diskutanten rausvoten. Ja, also genau, richtig. Die wissen so, jetzt haben wir kein, also genau, es gibt ein Jury- und Publikumsvoting und dann hast du so, am Ende bleibt dann halt einer übrig. Das ist dann die letzte Instanz. Ja, der hat dann einfach recht für die Woche.
Und dann gibt's halt, gibt's halt das nächste Thema. Und dann kann er sich eine Woche vorbereiten. Und dann treten halt neue Kandidaten ein. Also es ist so ein bisschen wie Stiehl mir die Show. Nur halt zum politischen Diskurs. Würde ich auch gerade sagen. Weißt du, nur zum politischen Diskurs. Und dann bist du halt und kannst das Thema vorgeben. Weißt du, so, und dann sitzt halt nicht am nächsten Lanz da, sondern halt, weiß nicht. Boris Palmer. Und zwar irgendwie 10 Wochen. Und zwar 10 Wochen in Folge. Ja, genau. Ihm wird die Show nicht mehr gestohlen. Ja, richtig. Der fängt dann an, Leute mit dem Knüppel zu verfolgen in der Sendung. Wer war es denn nochmal? War es der Kinski, der mit der Axt da auf den Tisch eingehauen hat? Wer war das denn nochmal? Das war der eine von Tonsteine Scherben. Ach der, ja, genau. Ja. In irgendeiner Talksendung in den 70ern oder so. Ja, genau, das macht dann also Boris Palmer. Boris Palmer sitzt dann halt mit der Axt und jetzt mache ich hier mal den Tisch kaputt. Ja, aber ganz wichtig, also wer dieses Video nicht gesehen hat, es ist absolut hilarious, ja. Also dieser Typ, ich glaube der Gitarrist von Tonsteine Scherben, ist in so eine Talksendung eingeladen und irgendwie passt ihm dann nicht, wie die Debatte so läuft und dann steht er einfach irgendwann auf, holt so eine Axt raus und fängt einfach an, diesen Tisch kaputt zu kloppen. Genau. Und alle sind natürlich total eingeschüchtert, ängstlich und gehen vom Tisch weg und hauen ab und er geht dann einfach am Ende noch her, seelenruhig und packt einfach so ein paar Mikros ein und geht. Genau, richtig. Nimmt die mit nach Hause. Ja, also das finde ich auch nur folgerichtig und fände ich toll, wenn das dann Boris Palmer auch machen würde. Ja, genau, der darf dann irgendwas mitnehmen aus dem Studio. Apropos Dschungelcamp, ich glaube, da können wir dann auch zum nächsten Thema springen. Okay. Denn einer ist jetzt womöglich reif fürs Dschungelcamp, beziehungsweise die Bild hat diese Woche die Frage gestellt, zieht er jetzt ins Dschungelcamp ein? Boris Becker? Die Rede ist... Ja, könnte man meinen, Boris Becker, Tommy Gottschalk, ja, auch möglich, aber nein, die Rede ist hier von jemand anderem und zwar Gil Ofraim. Ah, ja. Gil Ofraim, wir erinnern uns, ich weiß gar nicht, es war im vergangenen Jahr, 2021, oder? Es war vor zwei Jahren, glaube ich, es hat sich jetzt 2 Jahre gezogen und es muss ungefähr die gleiche Zeit gewesen sein, so. Auch, es war schon kalt, ja, und er wollte eine Bleibe für die Nacht finden. Und hat ja fast schon Züge von Bethlehem, ne? Ja, genau, richtig. Ja, und es hatte auch mit Religion zu tun, denn er hatte dann irgendwann ein Video veröffentlicht, glaube ich, auf Instagram, weil er wollte, glaube ich, in Leipzig im Westin Grand oder irgendwie sowas in Leipzig übernachten. So, und das wollten die dann scheinbar nicht. Dann ging die Meinung auseinander. Ich glaube, es ging, glaube ich, einfach nur darum. Genau, er wollte dort übernachten, es ging dann nicht. Und da ging dann die Meinung auseinander. Das Hotel sagte, naja, sorry, ging halt nicht, Hotel war voll. Es ging ihm einfach nicht schnell genug. Ich glaube, es ging ihm nicht schnell genug. Er fühlte sich jetzt hier nicht promi-mäßig genug irgendwie beachtet und behandelt, genau. So. Und dann hat er ein Video im Affekt veröffentlicht. Das ist ja jetzt aufgrund seiner jüdischen Herkunft, er da diskriminiert wurde und das gar nicht ging. So, es ging jetzt 2 Jahre lang hin und her und jetzt war dann der finale Prozess und jetzt hatte, und es war relativ schnell allen klar, sieht nicht gut für ihn aus, weil es sieht schwer danach aus, als wenn er gelogen hätte. Ja, weil sehr viele Beweisvideos da und so, ne? Aber die Nummer kippte sehr schnell, weil wir müssen jetzt gerade wirklich nochmal kurz die Ereignisse zusammenfassen. Denn kurz nachdem dieses Video veröffentlicht wurde, hat das natürlich eine ganze Welle der Bestürzung losgetreten. Genau, weil es halt in Ostdeutschland war, weil es Antisemitismusvorwürfe waren und so weiter. Was ja erstmal okay ist. Was okay ist und... Klar, Solidarität ist ja auch super, allerdings, das war natürlich dann auch so eine Welle. Ich kann mich noch daran erinnern, das wurde dann in sämtlichen Insta-Stories gerepostet, dieses Video. Man hat natürlich auf dieses Hotel eingedroschen. Ich kann mich noch erinnern, es hat irgendwie eine Demo vor diesem Hotel gegeben und wenn man sich dann mal so die Bewertungen vom Westin-Hotel angeschaut hat, da war man sehr schnell auch sehr nah an der Ein-Sterne-Bewertung, ne? Also in diesen Tagen. So. Und da lernen wir wieder raus, ich sag mal so, Debatten, die so in sozialen Medien stattfinden. Ja, da sollte man einfach, ein bisschen Besonnenheit walten lassen und sagen, ich gucke mir das erstmal 1-2 Tage an.
let's see how it plays out. Und dann kann ich da mal was zu sagen. Anstelle in diesem Aktionismus einfach so Brüllberger-mäßig loszulegen. Weil jetzt, wie gesagt, jetzt hat er nach 2 Jahren und sehr erdrückenden Beweisen, also Zeugenaussagen, die auch da waren, Hotelkameraaufnahmen, die gezeigt haben, dass er eben, einfach gesagt, ja, man hat gesehen, ich trage einen, also er hat eine Kette mit einem, mit dem Davidstern drauf, so, und die hätte man gesehen und deswegen hätte man ihn dann stigmatisiert und antisemitisch eben behandelt und da hatte er dann eben, und dann kam aber relativ schnell so HD-Videos. Ich glaube, das war schon 2 Tage später. Ja, genau, 2 Tage später war schon klar. Ja. Ne, auf diesen Videoaufnahmen ist einfach zu sehen, dass er diese Kette nicht ja, nicht über zu sehen ist, genau richtig. Dass sie nicht zu sehen ist. So, ja, und jetzt hat er, und er hat das dann damals aber schon begründet, er hat das damals dann schon so begründet, dass er gesagt hat, naja, aber man würde ihn ja kennen und würde ja wissen, dass er diese Kette trägt. Mhm. Also das war, ich sag mal, das war schon wirklich nach wenigen Tagen sehr, sehr dünnes Eis und allen war klar, oh, das kippt hier in eine ganz andere Richtung auf einmal. Ja, und ich sag mal so, man hat in den letzten 2 Jahren wenig Support gehört, jetzt hat er zugegeben, dass er Falschaussagen getroffen hat, wurde dafür auch hart kritisiert, auch ich glaube vom Zentralrat der Juden und so weiter und auch alles das ist richtig. Er muss jetzt, glaube ich, 10.000 Euro Schmerzens- oder Schadensersatz wegen Diffamierung an den Mitarbeitenden des Hotels zahlen. Und eigentlich abschließend den schönsten Post, den ich gelesen habe, war, bei all den schlimmen Dingen, die Jill Ofrahim zuletzt getan hat, sollten wir nie vergessen, dass er auch scheiß Musik macht. Ja, das finde ich super, weil das hat man tatsächlich vergessen. Ja, ja, richtig. Weil ich weiß gar nicht, der war doch, glaube ich, früher auch Teil von irgendeiner Boygroup, oder? Ja, ich denke immer, der war Mitglied bei den Hansons, oder? So, also nein, war natürlich nicht, aber irgendwie. Ja, aber es sieht ein bisschen so aus, das stimmt. Aber der war in irgendeiner Boygroup. Heute sieht er so ein bisschen aus wie Vince Neil von Motley Crue. Ja, der hat genau dieses Rocker-Image, das hat er sich danach dann peu à peu zugelegt. Also der sieht aus wie irgendwie das uneheliche Kind von Vince Neil und Axl Rose. Ja, sieht hart aus, macht aber dann irgendwie relativ seichte Mucke und ja, also ich würde sagen, ich ganz nah an der Grenze der Geschmacklosigkeit. Aber da musst du dich erstmal hinbewegen, weißt du? Du musst dich erstmal dahin bewegen, dass du so ganz hart an der Grenze schrappst. Ja, das ist eine Nische, da musst du erstmal hin. Das ist ja auch Talent. Ich habe übrigens einen tollen Post gelesen, auch vom Postillon. Die haben nämlich geschrieben, nach dem ganzen Prozess, wie er war, Gil Ofrahim checkt zur Erholung im West in Leipzig ein. Ja, wirklich wahr. Manometer. Ja. Hat mir gut gefallen. Ja, von einem scheidenden Weltstar hin zu deutschen Weltstar Nummer 1, Heino. Ja, ja, Heino hat Probleme. Also. Ganz kurz, bevor wir zu Heino kommen. Erinner dich bitte nochmal daran, ne? Also an diesen Anfang dieses Gil Ofrahim-Skandals und natürlich auch, wie die Leute dann, wie dieser Sturm aufkam der Entrüstung und wie alle Leute das dann in ihre Insta-Stories gepackt haben. Da muss man jetzt auch im Nachhinein nochmal sagen, so, ne? Dieser Moment, wo du realisierst, ich habe das hier mit voller Überzeugung in meine Insta-Story gepackt und dann so, war dann doch irgendwie ein Pups im luftleeren Raum. Ne? Ja. Unangenehm. Auch irgendwie im Nachhinein unangenehmes Gefühl, muss man sagen. Ja, ja gut. Also, ja. In diesem so, jetzt Sinne, du hast es ja eben schon gesagt. Jetzt kommen wir hier zu unserem großen Deutschlandstar Heino. Denn, was ist passiert? Bayern ist im Schnee versunken. Da soll jetzt nochmal irgendein Klimakritiker herkommen und sagen, der Klimawandel wäre real. Also, es sind 2 Meter Neuschnee in Lech gefallen. Das Fußballspiel des FC Bayern München ist ausgefallen. Auch die Bahn konnte endlich sagen, puh, Schwein gehabt, Züge in Bayern fahren nicht, sind verspätet, weil Schnee. Endlich hatten sie irgendwie einen Grund, die hatten schon irgendwie Sorge, scheiß die Wand an, was machen wir nur? Jetzt haben sie endlich was.
Ja, und Flughafen. Und Flughafen ging auch nicht bis morgen. So, aber wie gesagt, das ist alles harmlos, denn Schock für Heino, schreibt die Bild, im Schneechaos platzte beim Bentley der Reifen. So, ich frage mich, fährt Heino wohl selber mit 84? Auf gar keinen Fall. Der Heino ist ein klassischer Typ, der hat einen Fahrer. Ja, der hat seit 20 Jahren den gleichen Fahrer. Das ist der Andreas, ja, der fährt den von Location zu Location, von Auftritt zu Auftritt. Und Andreas ist auch ein Typ, der wechselt den Reifen selbst. Ja, sein Manager, Helmut Werner, der hat ihn gefahren. Aha, siehst du, nicht Andreas, sondern Helmut. Ja, also, Helmut Werner, also was denkst du, Helmut Werner ist der Manager von Heino. Heino ist 84, was denkst du, wie alt Helmut Werner ist? Irgendwie die Art und Weise, wie du fragst, die signalisiert mir, der ist wahrscheinlich noch älter. Nee, der ist 39. Ach, okay. Ja, gut. Ja, das ist ein dynamischer Mann. Der hat wahrscheinlich irgendwie diesen Deal eingefädelt. Gab es nicht mal ein Feature von Heino und... Der hat Rammstein gecovert. Und Rammstein, ja, oder? Hat Rammstein, ne? Gecovert. Ja, der hat so ein Rockalbum gemacht. Ja, weiß nicht, ob er da noch so stolz drauf ist, wird man sehen. Naja, aber wer nennt sein nicht, Kind, der ist ja nur zwei Jahre älter, also der ist 2 Jahre älter als ich und 3 Jahre älter als du. Ja, und heißt Helmut. Heißt Helmut, ja gut, bold move, da kann er nur ein Manager von Heino werden. Ja, aber wie gesagt, es ging zum... Genau, das war mit dem Namen, mit dem Namen war das der einzige Ausweg. Ja, wirklich wahr. Also lange Zeit auch in der Schule hat man sich immer gefragt, mein Gott, was soll man aus Helmut werden? Ja, und dann irgendwann kam man auf diese glorreiche Idee und hat gesagt, komm, da gibt es nur eins, da gibt es doch noch diesen Heino. Ja, Karriere läuft nicht mehr allzu gut, ein bisschen im Sinkflug mittlerweile. Also Helmut, hau rein, bring die Karriere wieder in Schwung. Und genauso war es. Und ich glaube, die erste Initiative von ihm war nämlich dieses Rockalbum. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, Max. War auf dem Rockalbum, das Heino gemacht hat, eigentlich auch ein Song von Gilo Ofraim? Ich weiß nicht. Ne? Aber vielleicht hätte da, jetzt pass auf, jetzt geht es nämlich weiter. Ich habe wieder hier, ich setze zur Überleitung an hier. Ich heute Überleitung Meister. Hör mal, Überleitungsmeister, Max Konrad. Ein Song, der hätte drauf sein können. Ja, von einem Künstler, wo man denkt, der müsste doch noch älter sein als Heino, feiert gerade aber erst seinen 75. Geburtstag und das ist Ozzy Osbourne. Ja, wir sagen herzlichen Glückwunsch und sind überrascht, dass es ihn noch gibt. Happy Birthday to you. Ja, das ist wirklich verrückt, weil ich kann mich noch erinnern, früher, wie hieß die Sendung noch? Nicht Welcome to the Kardashians, sondern Keeping Up with the Kardashians, sondern hier die Osbournes einfach hieß ich die glaube, Sendung, ja. Oder? Ja. Ja, und das war immer der klassische Fall, ich bin nach Hause gekommen von der Schule, Schulranzen in die Ecke, irgendwas gegessen und dann zack, Fernseher an. Und dann den ganzen Nachmittag geklotzt, bis die Augen wirklich viereckig geworden sind. Und was da auch immer kam, waren die Osbournes, früher oder später. Also das ist so sehr stark, erinnert mich das so an meine Schulzeit. Und meine Schulzeit lag ja in den frühen 2000ern. Sprich, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Und ja, damals kam der Mann mir halt eigentlich auch schon so vor, als wenn er irgendwie so stramm auf die 70 zugeht. Deswegen hat mich das jetzt gewundert. Ja, aber Jan, in man Anführungszeichen, muss auch da wieder ehrlich sein. Also, ja. Das sind britische Rockstars, die sind unkaputtbar. Da kannst du reinkippen oben, was du willst. Das ist völlig egal. Die kriegst du nicht kaputt. Also wir beide, wenn wir so gelebt hätten wie der... Ich sag dir das, also uns gäbe es jetzt mit 37 und 35 Jahren gäbe es uns schon nicht mehr. Also das kann ich dir vielleicht sagen. Aber vielleicht hat er es ja auch gemacht wie Keith Richards und hat einfach so einen Blutaustausch gemacht. Ja? Also ich glaube, die alle Stones haben das gemacht, ehrlich gesagt. Ja, sicherlich. Die haben sind da hier zu ein paar Jungfrauen geopfert und die haben Jungfrauen geopfert und sich dann irgendwie das Blut von weiß ich nicht wem, also irgendwie, ja, Spitzensportlern, ja, ja, also irgendwie genau. Von so einem 24-jährigen kenianischen Marathonläufer haben die sich einmal hier das Blut reingehauen und das wollte übrigens Lemmy. Ja, Lemmy wollte das mal machen. Lemmy Kilmister von Motorhead. Ja. Ja. Genau, der wollte das auch machen, ja. Aber dann haben die Ärzte gesagt, nee, geht nicht mehr. Nee, sorry, lass mal lieber, also wenn wir das machen, dann... Dann fliegt der Laden hier auseinander. Richtig, also, und dann haben die gesagt, dann ich schalte lieber von 2 Flaschen Jack Daniels auf eine runter, damit kriegen wir dich auch auf 80.
Also ja, und auch der ist in seinem Lebensstil ist der ist einfach auch, ich glaube 79 ist der geworden, also auch wahnsinnig alt. Ja, also er hat Geburtstag, ja, wir sind überrascht, tolle Musik, kann ich nur empfehlen, auch da mal wieder reinzuhören, weil auch gerade die alten Sachen, die Black Sabbath Sachen, großartig. Und jetzt will ich dann ganz kurze Frage. Ja, bitte. Und zwar die Nummer mit der Fledermaus, ne? Das verbindet man ja vor allem mit Ozzy Osbourne. Ja. Wie war das nochmal genau? War das wirklich eine echte Fledermaus und hatte der wirklich den Kopf abgebissen? Ja, man ist sich nicht ganz sicher. Also ich glaube, auch er weiß es nicht mehr ganz genau. So wird es auf jeden Fall erwähnt. Es wurde aber auch mal irgendwie erwähnt, ach du liebes Bisschen, es wurde aber auch mal erwähnt, dass angeblich irgendeiner ihm schon diese tote Fledermaus auf die Bühne geworfen hat oder es wäre eine Taube gewesen und dann hätte er gesagt, naja gut, wenn sie jetzt hier schon mal tot auf der Bühne liegt, dann kann ich ihr auch den Kopf abbeißen, was für mich eigentlich auch ja, ne, nachvollziehbar ist. Nur folgerichtig ist, nur folgerichtig. Also wenn da schon eine tote Fledermaus liegt, ja dann komm, kann man da auch mal kurz den Kopf wegsnacken, ne? Was ja, sonst? Richtig. Ja. Ja, hat sich dann vielleicht auch im Jahr 2020 jemand anders gedacht. Nicht ganz so gut gelaufen. Richtig, also da wüsste ich auch gerne nochmal, wie da so ein bisschen die, Achtung, Wortwitz, Fruchtfolge war. Da gibt es mit Sicherheit Zusammenhänge, die man irgendwie nachvollziehen kann, ja. Damals irgendwie dieser Fledermausbiss, das muss doch gewesen sein, wann? In den frühen 90ern oder sowas, ne? Nein, das war in den 80ern? Ich glaube in den späten 70ern, frühen 80ern, glaube ich. Aha, okay, also 80er Jahre. Bis dann 2020. Ne? Ja. Also da liegen ja jetzt gut und gerne 30 Jahre dazwischen. Ich weiß nicht, welche Runden diese Fledermaus-DNA da gedreht hat. Ja? Oder vor allem auch die Viren, viel wichtiger. Aber, also 82 war es. Am 20. Aha. Januar 82, da war es. Aha. So. Aber ne, ich sehe die Zusammenhänge, Max, und ich werde das gerne mal für nächste Woche recherchieren. Ja. Ja. Ja, also hier auch nochmal, er hat selber gesagt, somebody threw a bat on stage and I thought it was one of these toy bats, so I picked it up, bit the thing's head off and suddenly somebody is freaking out oder everybody is freaking out. Also ja, man hatte also okay, es hatte jemand also eine Fledermaus mitgebracht und die auf die Bühne geworfen und dann hatte er gesagt, es wäre eine Spielzeugfledermaus. Ja, war es nicht. Aber auch interessant, ne? Dass Leute, also wer ist jetzt der weirdere Typ? Der den Kopf von der Fledermaus abbeißt oder der halt einfach unnötig. Eine tote Fledermaus einfach so mit auf ein Konzert mitbringt. So. Die Frage ist ja auch, war sie schon tot? Weil, vielleicht haben die einfach jahrelang zusammen gelebt, also die Fledermaus und dieser Typ. Und dann mein Bogen zerdrückt oder was, so wie ich weiß ja, die Tante meiner Frau, die auf dem Affen geschlafen hat, der das auch nicht überlebt hat. Ja, traurige Geschichte, aber für ein anderes Mal. Ja, ich glaube, in so eine Richtung geht's. Der hat sich vielleicht gedacht, so hey, ich habe ja hier die Fledermaus und ich will dir mal ein bisschen die große, weite Welt zeigen. Ich nehme die jetzt mal mit zu einem Black Sabbath-Konzert. Ja. Und das ist dabei rausgekommen. Ne? Ja. Naja. Nicht gut gelaufen. Naja. Gut gelaufen. Max, bevor wir hier die Folge abschließen, ich habe noch eine Frage. Bitte. Ja? Und zwar, es geht ja jetzt hier mit 7 Meilenstiefeln Richtung Weihnachten. Ja, bitte. Ja? Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du schon alle Geschenke? Hast du vor allem schon ein Geschenk für mich? Das ist mir ganz besonders wichtig. Und wie gehst du vor? Ja, also hast du hier noch ein paar Tipps? Weil ich glaube, das ist jetzt so eine der Fragen, die Community umtreibt. Ne? Ja, also ich weiß nicht, ich wollte dir, glaube ich, ein Abo für den Weltbild Verlag schenken. Wolltest du mir schenken? Mhm. Das finde ich toll. Ich hätte so verschiedene Ideen. Ich hab ja für dich auch noch eine Mitgliedschaft im Bertelsmann-Club. Ne? Ja, das finde ich toll. Also es gibt einen, ich habe den vor kurzem gesehen, das könnte ich dir schenken, das hat auch was für das ganze Jahr. Es gibt nämlich einen wunderbaren Hundekalender und der heißt Dogs Pooping in Beautiful Places. Und da kriegst du jeden Monat ein Bild von einem Hund, der an einem sehr schönen Ort kackt. Also das hätte ich also einmal... Ja, finde ich schön. Dann hätte ich dir ein Kuscheltier mit meinem Gesicht schenken können.
Das kann man auch machen. Ich glaube, das mache ich einfach und schenke das meiner ganzen Familie. Also Alle kriegen so ein Kuscheltier mit meinem Gesicht. Das wäre toll. Und dann gibt es auch zum Beispiel, was ich gesehen habe, es gibt, du kennst ja so Kabelrollen, ne? Mhm. Also die gibt es, aber anstatt, also die sieht dann so aus wie eine Kabelrolle, anstatt dass da ein richtiges Kabel drauf ist, ist das einfach 3,5 Meter Mettwurst, die da so aufgerollt ist. Also das hätte ich auch noch im Angebot. Okay. Dann hätte ich noch einen Buchtipp, wie man seinen Kollegen sagt, dass sie dumm sind. Ah, das finde ich super. Ja. Also ist es subtil? Wissen wir nicht. Ne? Das müssen wir erstmal besorgen. Ich glaube, das sind so also Hinweise, wie man es einfach gut unterbringen kann. Mhm. Ah ja. Dann hätte ich dann hätte ich noch zwei andere Sachen. Die sind eher so für Pärchen ohne Kinder. Da gibt es einmal das Penismalbuch. Ja, da sind alle Figuren, das sind so weihnachtliche Bilder, aber alles sieht aus wie ein Penis und übrigens hier ein Weihnachtsbaum als Penis. Und dazu kann ich noch eins sagen. Also ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt und man sieht ja dann oft Leute, die irgendwie so als Weihnachtsmann verkleidet sind oder als Christkind oder irgendwas. Gestern habe ich jemanden gesehen, der war als Weihnachtsbaum verkleidet. Also in so einer kompletten Montur lief dieser Mensch rum, wirklich, also ein leuchtender, bunter Weihnachtsbaum. Die Beine waren der Stamm und dann hatte der diesen riesigen Weihnachtsbaum um und dann guckte da ein Gesicht raus und das war so angemalt und du kannst dich erinnern an eine gemeinsame Feier, die wir hatten, wo auch jemand ein sehr wildes Schminkoutfit im Gesicht hatte. Ja, du kannst dich erinnern und so sah diese Person im Gesicht aus. Und das war schon sehr gruselig, muss man sagen. Und ich habe auch gesagt, also jeder, der irgendwie Phobien vor Clowns hat, der hätte auf jeden Fall bei diesem Typen definitiv auch eine Weihnachtsbaumphobie entwickeln können. Das war wahnsinnig. Aber also das nur so als kleines Randthema. Genau, kleine Triggerwarnung. Und das letzte hätte ich dann noch, das wäre mein letzter Tipp noch als Geschenk, auch ein Duschgel, auch eher so ein bisschen in der sexy Version. Mhm. Das ist ein Duschgel, das heißt Schwanzglanz. Oh, toll. Ja. Aber, wenn man dann irgendwie mal sagt, man hat vielleicht auch als Paar irgendwie an einem Abend was ganz Besonderes vor und man möchte jetzt vielleicht auch seinem Gegenüber signalisieren, ja, man wäre nochmal so weit, so nach dem Motto, und dann sagt man, Schatz, guck mal, ich würde jetzt nochmal mit dem Duschgel hier loslegen und würde mal das beste Stück auf Glanz bringen. Ja, richtig. So kann ich mir vorstellen, oder? Ja. 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 Und was natürlich auch immer geht, muss man sagen, Bilderrahmen zu schenken, aber halt das Bild, da sind ja immer so Musterbilder drin, das einfach drin lassen. Mhm. Ja, das einfach drin lassen. Das geht auch immer. Ne, man kann ja sagen, das ist sozusagen eine Aufforderung, dass wir gemeinsam diesen Rahmen mit tollen Erinnerungen füllen. Weißt du? Genau. Aber dann nichts weiter schenken, sondern wirklich nur diesen Rahmen. Absolut. Und dann kann man ja sagen, ja, wir können ja beispielsweise irgendwie einen schönen Ausflug machen, eine Reise, wir können ins Musical gehen, Moulin Rouge zum Beispiel, ja. Mhm. All sowas, nur, dass man es halt nicht bezahlt. Ja, also ja, finde ich gut. Sondern das kann die andere Person selbst organisieren. Ja, toll, Max, da hast du doch hier zum Abschluss unserer Folge, hast du uns doch hier noch ganz tolle Inspo mitgebracht, ja. Freut mich sehr, dann kann er jetzt losgeschoppt werden. Ja, ja, absolut. Also einfach mal irgendwie rauf und runter irgendwie bei Amazon einfach mal alles kaufen, was so da ist. Es gibt auch noch, neben den Hunden gibt es auch noch kackende Katzen als Kalender. Also wer Hunde nicht so mag, kann darauf gehen. Also es gibt tolle Sachen. Also da würde ich sagen, loslegen, losshoppen, einfach mal Amazon leer kaufen. Da ist für jeden was dabei. Super. Und nächste Woche, Jan, erzählst du mir, was du so für die Weihnachtstage geplant hast, ja, welche 7-Gänge-Menü du kredenzen wirst, ob du auch das vegane Wunder machst, werden wir mal sehen. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Da gucken wir mal, was du da so hast. Ja, welche Weinempfehlung du machst. Du hast dann so 7 Weine in der Auswahl. Da machen wir so eine kleine Sommelier-Session mit Jan. Wir machen eine Verkostung hier. Live-Verkostung. Ja. Und wie man ja weiß, das eignet sich ja ganz besonders gut in einem Audioformat. Sehen Sie diese schöne rot-perlende. Finde ich klasse. Ja, das finde ich gut, Jan. So machen wir es. Und dann würde ich sagen erstmal, das war die Folge für heute. Wir sehen uns in der nächsten Woche, also nicht diese Woche, wo ihr es jetzt hört, sondern in der nächsten Woche am 13.
in der La Payette Bar zur großen Weihnachtsfolge Zeitgeist Comedy. Tolle Leute dabei. Ich freue mich drauf. Jan, mein Lieber, mach es gut. Gehabt dich wohl. Dir viel Spaß beim Fußball. Wir küssen eure Augen. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao, 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 ciao.